Zeit Extreme. Ja, herzlich willkommen hier bei der WXW 15th Anniversary Finalshow. Bei uns geht's gleich los. Heute ist jetzt 12.12. Und heute geht's zur Sache. Und wir sehen uns ein bisschen um. Die Fans sind schon drin. Und heute um die 500. Ich denke um die 500. Gestern hat man eine Show gehabt, die war um die 300. Heute 500 oder sogar noch mehr. Also es wird voll. Richtig, richtig voll. Ja, ich habe es mit 4 zum ersten Mal im Fernsehen gesehen und war sofort fasziniert. Die Sache war einfach... Ich habe den Macho Man Randy Savage gesehen gehabt und dachte so, wow, was für eine schillernde Person, ja. Und dann wollte ich mein Hemd zerreißen wie Hulk Hogan, was natürlich nicht funktioniert hat. Und dann kam meine Mom mit einer Schere an, ja, und hat es dann zerschnitten, damit ich dann endlich das zerreißen konnte. Und dann habe ich mir, ja, ich habe einen Traum gehabt, habe mir ein Ziel gesetzt, ja, und dann, jetzt bin ich da, wo ich jetzt bin und best in Europe. Es gab ja nicht wirklich Wrestling-Schulen, ja. Also habe ich angefangen mit Fußballspielen, dann habe ich Ringen gemacht und... Mit 19 habe ich mir dann eine Schule gesucht gehabt und habe dann angefangen zu trainieren. Bin dann nach 6 Monaten zum ersten Mal in den Ring gekommen, also mein erstes Match. Bin ins kalte Wasser geworfen worden, was natürlich völlig zu früh war. Das Match vergessen wir lieber, weil ich bin bei meinem Entrance bin ich vom Seil gefallen und habe statt einem Eindruck, ich glaube, eine Delle hinterlassen. Das wäre bei WXW eine ganz andere, die ist einfach phänomenal. Du hast eine Seite, die mit Sitzreihen gefüllt ist. Ja? Wink mal in die Kamera, siehst du hier? High Five, sehr schön. Und dann haben wir hier 3 Seiten, wo die Fans direkt am Ring dran stehen. Ja? Und was machen die Fans? Was machen die Fans, wenn sie draußen stehen? Haut mal drauf. Und das ist eine Atmosphäre, die bekommst du nirgendwo. Ja, und die gibt dir Gänsehaut. Siehst du, ich habe auch Gänsehaut. Hab zwar jetzt keine Haare drauf, aber man sieht's. Ja, das ist eine Atmosphäre, die kriegst du sonst nirgendwo und die geht wirklich ins Herz. Der typische WXW-Fan. Oh, lass mal sehen. Zeig doch einfach mal in die Menge rein. Der typische WXW-Fan hat da hinten schon mal ein Bad Bones John Klinger T-Shirt an, siehst du das? Er weiß, was gut ist. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Bad Bones, Beste. Klar gefallen mir die Männer, aber auch der Sport natürlich. Ja, wie kommen wir bei den Fans am besten an? Du musst halt einen guten Charakter haben, den du verkörperst. Du musst Charisma haben. Du musst einfach im Prinzip das gewisse Etwas haben. Das ist genauso wie bei den Bodybuildern. Wenn die perfekt aussehen, wenn jeder Muskel shredded ist, ja, dann bist du einfach die Nummer 1 auf der Bühne. Siehe Phil Heath, siehe Arnold Schwarzenegger früher oder siehe Murat Demir. Richtig voll. Und hier habt ihr ein paar Merchandise-Artikel. Ich möchte mal bitte vorstellen, der WXW. Hier habt ihr Kappen, habt ihr hier, ja, Feuerzeuge und Autogrammkarten und ganz wichtig natürlich Bad Bones John Klinger Autogrammkarte sollte jeder haben. Dann habe ich hier noch was ganz Feines, das offizielle Bad Bones John Klinger T-Shirt. Ist auch am Merchandise-Stand erhältlich und hier sind unsere lieben Merchandise-Girls, die immer wieder. Warte, ich störe jetzt einfach mal. Fischi und Ines, hallo. Das sind unsere Merch Girls, ja, am Merchandise Table. Und die sorgen dafür, dass unsere Fanartikel wie 0,0 weggehen. Oder? Was? Absolut, absolut. Wir positionieren alles genauso, damit jeder das sehen kann. Bitte? Natürlich John Klinger, selbstverständlich. Ich tape mir die Gelenke ab, so dass meine Schläge auch besser sitzen. Und dass, wenn ich fall, dass meine Gelenke geschützt sind und die nicht einfach brechen. Und heute ist einer der wichtigen Kämpfe. Es geht um den Nummer 1 Herausforderer-Spot, um den WXW Unified World Wrestling Champion Titel. Hier mein bester Freund, Absolute Andy. Und ihr wisst ja, meine Rippen sind angeknackst. Und ich gehe mit einem Handicap in das Match. Und ich weiß nicht, wie es ausgeht.
Ich weiß nicht, ob wir danach noch Freunde sind. Ich bin bereit. Ich bin bereit für alles. Typische Verletzungen wie Fingerbrüche, Stauchung, Brustmuskelabriss. Das ist mir 2009 passiert. Ich war 6 Monate raus gewesen. Ja, und ansonsten hast du halt Stauchung, du hast blaue Flecke, du hast Quetschung. Man kann sich aufwärmen, man dehnt sich halt wie beim Bodybuilding. Also wenn du trainieren gehst, du wärmst dich halt auf, du wärmst deine Muskulatur auf, so dass sie halt extrem gut gedehnt ist und aufgewärmt ist, damit nichts reißen kann. Das Publikum ist schwierig. Manchmal ist es so, manchmal ist es so. Manchmal ist es komplett auf deiner Seite und mag das, was du machst. Manchmal ist es komplett dagegen und du musst halt da reagieren können. Du musst im Ring, musst du dann einfach ein komplett anderes Programm abspulen können, als einfach nur immer, weißt du, A, B, C, D, E, F, G. Ja? Wenn die Fans sagen, ja, ist mir doch egal, dann musst du als professioneller Wrestler so reagieren, dass die Leute auf dich abfallen.